Vielen Dank, Hauke. Und das letzte Wort in dieser Debatte und für das Team aus Jena jetzt, Clemens Lechner. Werten Kanzler beider Seiten, liebes Präsidium, liebes Publikum, liebes Beiredner, diese Opposition hasst Kinder, meine Damen und Herren. Wir haben einen Antrag gestellt, der endlich unsere immens überlasteten Kinder entlastet und zu mehr Freizeit und mehr Leistungsfähigkeit verhilft. Ich werde nochmal drei wichtige Punkte, die wichtigsten Punkte dieser Debatte herausgreifen und Ihnen zeigen, dass genau das, was wir tun, das ist, was die Opposition und sicher auch Sie, liebe Freie Redner, eigentlich wollen. Dazu werde ich zunächst nochmal fragen, ob wir überhaupt ein Problem haben, was dieser Herr in Weiß gerade negiert hat. Zweitens werde ich Ihnen nochmal aufzeigen, wie wir es schaffen, unsere Kinder zu entlasten, nämlich durch diesen Antrag. Und drittens, wie wir es auch schaffen, ihnen zu mehr Leistungsfähigkeit zu helfen. Das Stichwort dieser Debatte ist Paradoxie. Genau davon ist diese Debatte geprägt und ich werde Ihnen zeigen, wie wir durch ein scheinbares Mehr ein de facto weniger belastendes Arbeitsleben dieser Schüler schaffen können. Kommen wir zum ersten Punkt. Wir alle hier waren noch zu Zeiten auf der Schule, als es kein GAF gab, als vielleicht der Druck durch die Kieserschule noch nicht so drückend war, noch nicht so gravierend war. Aber finden wir alles nicht zynisch, wenn trotz der Medienberichterstattung seit Monaten diese Opposition tatsächlich behauptet, unsere Kinder hätten kein Problem, unsere Kinder wären nicht überlastet, meine Damen und Herren. Das wird zynisch. Es ist unglaublich zu negieren, dass wir eine immense Zunahme psychischer Erkrankungen haben, stressbedingter Erkrankungen, Depressionen, dass wir einen Hang zum Burnout haben, weil die Kinder nicht mehr wissen, wie sie diese Alltage von Montag bis Freitag, diese hohen Stundenzahlen bewältigen können. Und auch die Familien leiden darunter, denn sie dienen nur noch dazu, diese Roboter, die von Montag bis Freitag nichts anderes tun, als zu funktionieren, am Leben zu erhalten, meine Damen und Herren. Wie kinderfreundlich sind sie, dies zu leugnen? Wir sehen also, wir haben hier richtig den Status quo festgestellt, einen Änderungsbedarf, weil die derzeitige Komprimierung der Stundenpläne, wie sie Moritz beschrieben hat, zu einem unsäglichen Stress führt, der ganz sicher alles andere als kindgerecht ist, meine Damen und Herren. Und weil er genau das tut, was wir in der heutigen Zeit, wo wir sie angesichts des erhöhten internationalen Wettbewerbs nicht brauchen können, nämlich unsere Kinder fertig zu machen, sie auszupowern und sie damit weniger leistungsfähig zu machen. Also war jetzt die Frage, wenn wir dieses Problem mal erkannt haben, im Gegensatz zu den Kinderhassern auf Seiten der Opposition, wie wir es lösen. Und genau da kommt die Paradoxie ins Spiel. Nur wenn es in einem einfachen Bild verdeutlicht. Glauben Sie, es ist einfacher, den Mont Blanc zu erklimmen oder ganz einfach über 5 Hügel, 6 Hügel gemächlich zu spazieren? Benedikt würde vielleicht sagen, wir schicken die Kinder barfuß ohne Sauerstoff, lassen gleich auf den Everest. Unserer Seite möchte ich sagen, dass genau das wir nicht wollen. Denn unser Antrag zielt ja darauf ab, die Kinder zu entlasten, indem wir dieselbe Stundenanzahl pro Woche einfach auf 6 Tage verteilen. Das war Kernstück unseres Antrags. Nicht eine Erhöhung der Stunden, nicht eine Erhöhung des Leistungsdrucks, sondern im Gegenteil, mehr Zeit für das, was ansteht, meine Damen und Herren. Das ist das Paradox, das die Opposition nicht verstanden hat. Die Opposition würde glauben, wenn ich Ihnen statt eines 1-Euro-Stückes 2,50-Cent-Stückes gebe, hätte sie plötzlich viel, viel mehr, meine Damen und Herren. So weit, dass Sie sich aber nicht übersetzen würden, meine Damen und Herren. Bitte bereitet. Das Paradox ist also, dass es besser ist, die gleiche Arbeit auf mehr Tage zu verteilen, den Kindern damit Druck zu nehmen, Stunden pro Tag zu nehmen, als sie zu zwingen, in einer Woche, in 5 Tagen, einfach nur zu funktionieren, 8 Stunden täglich zu arbeiten, dann noch Hausaufgaben zu machen, sich dann noch fragen zu müssen, welche Klassenarbeiten stehen an und eben keine Freizeit zu haben. Das ist ja das Paradox. Wir schaffen an den 5 Tagen der Woche endlich in den Nachmittagsstunden die Möglichkeit, am Vereinsleben teilzunehmen, an kirchlichen Jugendgruppen teilzunehmen, in den Musikunterricht zu gehen. Alles Dinge, die Jugendliche heute eben nicht können.
Die Wahl ist also nicht keine Freizeit versus den ganzen Samstag, sondern die Wahl, die wir stellen, ist siebenmal die Woche Freizeit versus gar keine Freizeit, meine Damen und Herren. Denn genau das ist die Situation. Unsere Kinder aufgrund des Drucks und aufgrund der kontinuierlichen Schulzeit haben sie gar keine Freizeit. Insbesondere von den freien Regeln wurde der Samstag eingebracht. Es wurde angemerkt, dass man den ganzen Samstag benötigt, um seine Aktivitäten nachzugehen und all dergleichen. Aber sehen wir uns doch den Samstag in der heutigen Funktion an. Der Samstag kann gar nicht genutzt werden, weil dort erst ausgeschlafen wird, sich erholt wird und weil dann die Hausaufgaben und die Dinge nachgearbeitet werden müssen, die eben unter der Woche nicht drin waren, weil das Fass überlaufen war. Die Kinder sind überlastet, da wird mehr versucht, die kleinen Kinder zu pressen, die so hassen, als diese kleinen Köpfe verkraften können. Oder gestalten sie das etwa? Ich sage, das ist ein Paradox. Die Kinder erholen sich ja nicht am Samstag, sondern sie müssen das nacharbeiten, was unter der Woche zu viel war. Und genau dieses zu viel, der Anfang ist doch so einfach. Nehmen wir aus der Woche raus, meine Damen und Herren. Wir haben auch die Leistungsfähigkeit. Erstens, wir reduzieren den Stress. Und nichts ist schlechter für die kleinen Synapsen, die sich gerade herausbilden, als permanenter Stress unter der Woche. Stress macht unsere Kinder dumm, meine Damen und Herren. Und zweitens, wir führen dazu, dass diese Kinder, die wir alle ausgeführt haben, endlich eine ganzheitliche Bildung genießen können, indem sie auch unter der Woche ihren Tätigkeiten nachgehen, meine Damen und Herren. Und drittens, wir erhöhen die Leistungsfähigkeit dadurch, dass wir Projektarbeit einführen, endlich mal Möglichkeiten schaffen, vertieft Themen nachzugehen, anstatt immer nur an der Oberfläche zu kratzen. Dafür brauchen wir leistungsfähige Kinder, die nicht so in der 8. Stunde sitzen, müde sind und demotiviert sind. Das ist die Paradoxie dieser Debatte, meine Damen und Herren. Ich will es noch einmal, ein vielleicht auch für die Autoliebhaber und nicht nur die Kinderliebhaber unter uns, deutlich ein Beispiel zeigen. Ist es besser, einen Motor permanent im roten Drehzahlbereich fahren zu lassen oder ihn vielleicht mal ein bisschen runterzuschalten und niedertourig, langsam, gemächlich, mit viel Zeit zu fahren. Denn was führt zu mehr Verschleiß? Und genau das ist diese Frage. Fragen Sie sich, liebe Freiwilliger, fragen Sie sich, liebes Publikum, ob wir die jetzige Situation beibehalten sollen, die unsere Kinder verschleißt, sie kaputt macht, ihnen die Freizeit raubt und das Familienleben zerstört. Oder ob wir endlich den Alltag entzerren und sagen, Kinder, ihr habt mehr Zeit, atmet siebenmal die Woche am Nachmittag durch, atmet den ganzen Sonntag durch, holt euch eure Freizeit. Die Schule ist nicht jeden Tag alles, meine Damen und Herren. Für diese Zeit.